an, wenn das mal nicht der Pudel ist. Treppi, voll cool. Ich denke, dein Freund war uns eine echte Hilfe. Ja, krass, dass du Super Treppi kennst. Respekt. Danke, kann's ja auch kaum glauben. Leider sehe ich ihn nur noch sehr selten. Es gibt ja kaum noch Telefonzellen. Ja, wie dem auch sei. Wir haben jetzt die Karte, das ist schon mal gut. Aber jetzt müssen wir uns verständigen, wie wir die nächsten Schritte einleiten. Ich würde vorschlagen, wir verlieren keine Zeit. Wir treffen uns morgen in unserem Stammcafé wieder. Und vorher machen wir uns noch ein wenig frisch. Besonders du. Was soll das denn heißen? Ruhe im Karton! Ich sag doch gar nichts. Ich sage quasi nie was. Seid ruhig und hört zu. Wir haben einen neuen geheimen Auftrag von unserem geheimen Auftraggeber erhalten. Die Lage ist heikel und schier aussichtslos. Kein Ding, Boss. Mit Zieren kenne ich mich aus. Als ich letztens beim Langlauf... Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Agent Wehner. Schnelles Handeln ist gerade gefragt. Wie ihr wisst, ist unser geheimer Auftraggeber, Mr. C... Mr. C, ist das eigentlich ein Engländer? Gut kombiniert, Agent Miele. Aber falsch gedacht, Mr. klingt einfach geheimnisvoller. Natürlich. Zurück zur Lage. Wie ihr wisst, versuchen Musikerinnen und Musiker auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten verzweifelt, sich den Künstlernamen Pink Poodle on Tropical Island zu geben. Wie wir wissen, kann der Name nur vergeben werden, wenn der Pudel seine Zustimmung dazu erteilt. Um den Pudel aber um Erlaubnis zu bitten, muss dieser natürlich persönlich gefragt werden. Nur ist es bisher niemandem gelungen, diesen überhaupt ausfindig zu machen. Der erste, der sich auf die Suche begab, war Sokrates. Sokrates war Musiker? Ja, Meister der Gebläseorgel. Aber auch er scheiterte an der Suche, wie so viele Musikergenerationen nach ihm. Nun, unser geheimer Auftraggeber, Mr. C, hat uns beauftragt, den Pudel ausfindig zu machen. Wird erledigt, Boss. Das sollte für uns kein so großes Problem darstellen. Da täuschst du dich leider. Es gibt da 4 durchgespülte Musiker, die sich ebenfalls auf die Suche nach dem Pudel begeben haben. Und zurzeit sieht es leider so aus, als wären sie uns einen Schritt voraus. Unsere Überwachungskameras haben folgende Szene aufgezeichnet. Seht her. Kommt näher ran. Ich weiß doch, ihr seht doch nichts. Seht? Das geht vollautomatisch. Na, geht doch. Hast du ihn gefunden, Treppi? Diesen Pudel? Selbstredend. Meine leichteste Übung. Hier, ich habe eine Karte angefertigt. Das X markiert die Stelle. Großartig, dankeschön. Hey, macht irgendwie Spaß. Geht so. Also, Agent Wehner, Agent Miele, Auftrag verstanden? Besorgt diese Karte. Boss, wir werden sie nicht enttäuschen. Jupp.